Hallöchen, Popöchen, liebe Leute, da sind wir auch mal wieder bei einer illustren neuen Runde Together. Haben wir ja schon angekündigt bei The Wald, The Wäldchen, The Forest, mit lieben David Spieleforum und mir. Hallo! Du bist Schweiner, sie, ey. Ja! Wir spielen Don't Starve Together. Gibt's ja momentan im Early Access, günstig zu erwerben auf diversen Plattformen. Richtig. Und jeder, der das Spiel an sich schon besitzt, bekommt es, wenn es fertig ist, geschenkt. Also das Don't Starve. Müsst ihr besitzen, dann bekommt ihr nach Beendung, Vollendung der Schniegel die Hieks, Hugel die Hack. Nach Vollendung der ganzen Kacke halt, kriegt ihr das Spiel gratis auf dem Arsch. So, Select, Start, los geht's. Du redest und redest. Es joint the game. So, ach, Hallöchen. Da. Na? Na, du siehst das auch. Wie steuert mein Danny hier? Also ihr müsst wissen, ich hab absolut keine Ahnung von dem. Die Sprachausgabe ist geil, klick mich mal an. Und jetzt ich. Oh Gott! Das hat abgefuckt. So, im Prinzip müssen wir jetzt überleben. Wir können Blümchen sammeln zum Beispiel. Jetzt habe ich ein paar Blümchen. Okay. Wir könnten den Baum mal gucken. Und hier zum Beispiel Säbling kannst du auch aufsammeln. Wir können uns dann aus verschiedenen Materialien einfach alles aufsammeln, erstmal was geht. Können wir später uns noch Sachen herstellen. Als erstes brauchen wir natürlich eine Axt. Das heißt, wir müssen etwas Gras und Säbling sammeln. Okay. Also Gras kannst du auch natürlich sammeln. Und ich weiß gar nicht... Night is coming. Das geht aber schnell. Wie hast du denn den Rhythmus eingestellt, Alter? Ich hab gar nichts gemacht. Was? Okay, das könnte jetzt schwierig werden. Lass uns mal versuchen aus Gras und du hast doch sicherlich dein Pick-Dings. Kannst da links im Menü hast du Tools und Light. Aha. Wenn du auf Light klickst, kannst du zum Beispiel eine Torch herstellen. Da brauchst du 2 Sapling und 4 Cut Grass für. Da kannst du uns eine Fackel herstellen. Hahaha, du bist witzig. Hast du schon? Nee, noch nicht. Alter Verwalter. Und um was geht's hier eigentlich? Also, Das Ziel des Spiels ist es, zu überleben. So lange wie möglich. Aha. Und dabei natürlich dann, dir Basen aufzubauen und, ja. Du hast dann verschiedene Feinde später, die dich begleiten. Das Feuer kann übrigens auch ausgehen. Ich seh's gerade. So. Okay. Kriege ich denn jetzt Flint her, bitteschön? Flint sind Steine davor. Ach, hier oben. Flint Hammerhead. Kennst du noch die geile Serie? Ja, natürlich. Und hier sind wir Karotten. Mit Karotten, so. Die kann man entweder essen oder was noch geiler ist. Man kann sich dann, ich glaube, war das bei Tools? Ich weiß es nicht. Oder bei Survival? Noch nicht, doch bei Survival kannst du dir eine Trap herstellen. Wenn du es siehst. Aus zwei. Oh, das ist auch natürlich schön. Kannst du dir jetzt eine Falle herstellen? Okay. Da kannst du dann zum Beispiel aus Zweigen und zerschnittenem Gras kannst du dir eine Falle machen und dann kannst du eine Karotte vor die Falle legen. Und dann lockst du damit Kaninchen an und kannst die natürlich dann. Ne? Aha! Kaninchen. Ich verstehe. Also, es ist schon ein bisschen wie bei The Forest, nur von oben und in einer sehr lustigen Grafik. Ungefähr in die Richtung. Nur eben, dass du den Nachteil hast, du musst wirklich überleben, du bist sonst Permadeath. Oh. Also, einmal tot ist komplett das Spiel vorbei, du darfst von vorne anfangen. Levelst aber auf und kannst dann natürlich mit den Leveln auch die neue Sachen freispielen. Also, im Singleplayer war es zumindest so, dass du leveln konntest. Ah. Und konntest dann dadurch zum Beispiel neue Charaktere und neue Spielmodi freispielen. Ah, okay. Durch die Erfahrung, die du gesammelt hast. Das heißt, irgendwann musstest du sterben, damit du dann auch das neu machen kannst, alles. Ja, und im Endeffekt, wie gesagt, so, jetzt rennen wir jetzt rum und überleben erstmal die Nacht. Das ist das Wichtigste. Du heilige Vergangenheit. Im Dunkeln hast du keine Möglichkeit, dich zu verteidigen. Also später schon, aber am Anfang natürlich noch nicht. Und gegen die Dunkelheit kannst du dich eh nicht verteidigen. Ja, das ist ja... Die Dunkelheit lebt im Spiel. Okay. Ja, fäll mal ein paar Bäume. Bin ich ja schon locker drüber. Es wird ziemlich arschdunkel. Ja, es wird nämlich... okay, schnell eine Torch machen. Okay, jetzt müssen wir versuchen, so lange wie möglich zu überleben. Ich habe auch ein Campfire, kann ich machen. Ist das wichtig? Ja, mach mal ein Campfire. Das hält länger. Einfach hier hinten. Genau, hier in die Mitte ist ganz geil. So, dann haben wir hier auf jeden Fall schon mal Schutz, da können wir die Fackel nämlich weglegen. Ich weiß gar nicht. Irgendeine Taste, ich glaube, wenn man nochmal drauf drückt. Ach, Unequipment, rechtsklick auf die Fackel. Genau, unten hast du halt ein Menü. Okay. Kannst du halt dann auch equippen, unequippen. Und Beeren essen. Mach ich mal eben. Ach, hier oben ist halt das Hunger und alles, das sehe ich jetzt erst. Oben rechts, genau. Ich muss mal kurz die. Machen. Nee, nach oben links war am besten die Anzeige von mir. Genau, da siehst du die Tagesanzeige, da siehst du Hunger, Gehirnzustand und Leben. Gehirnzustand ist so, wenn du singst, dann wirst du halt wahnsinnig und kannst dann teilweise auch lustige Ereignisse erleben.
Du kannst okay. zum Beispiel aus Blümchen auch. Moment, das, wo ist denn das? Bei Science? Nee. Fight, Survival, Tools. Das Menü haben wir wahrscheinlich noch nicht. Ich glaube, man muss sich spezielle Sachen erstellen. Ach, guck mal, ich mach mir mal eine Axt. Jo, die habe ich auch schon. Genau, du kannst nämlich später auch, What the fuck? Da ist ein Baum nachgewachsen. Dir später, ach so. Klamotten herstellen, zum Beispiel so ein Blümchen-Cape, dann sinkt deine, Geisteszustandanzeige nicht so schnell und sowas. Ah. Wenn du halt Klamotten hast, weil sozial und sowas. Du hast später auch soziale Interaktion, du kannst dir Schweine fangen und als Sklaven halten und so ein Scheiß. Ist ganz geil. Okay. Ist halt ein bisschen abgefahrener. Eieieiei, na da fuchse ich mich schon irgendwie rein. Na klar, aber an und für sich, relativ einfach. Ich würde auf jeden Fall aufpassen. Mhm. An deiner Stelle. Weil? Aber ich lass dich mal machen, du wirst schon gleich sehen, was ich meine. Mach mal. Das gefällt mir nicht. Doch, doch, mach mal. Na gut. Erstmal natürlich schön viel sammeln. Später hast du auch noch Truhen und sowas, die du basteln kannst. Also am Anfang haben wir natürlich alles im Rucksack. Kannst später auch Rucksäcke vergrößern. Ach so. Ist es bloß die Taskleiste unten oder? Wir haben nur die Taskleiste unten, die kann man auch vergrößern. Also eigentlich ist die, glaube ich, schon relativ groß. Die liegt wahrscheinlich am Multiplayer. Im Singleplayer ist die wesentlich kleiner. Das ist schön. Auf dem ersten Mal. Da kann man auch noch nicht alle Charaktere spielen. Da fängst du eigentlich nur mit dem Professor an, den ersten. Ja, super. Deine Axt ist kaputt, wie? Ja. Okay. So, naja. Auf was wartest du? Das gefällt mir nicht. Was erwartet mich? Nichts, nichts! Mach mal. Hier fällt die mal. Oder ihn. Was wen? Die Bäume. Die Bäume? Ich gehe so lange nach oben und pflück uns ein paar Beeren. Wieso soll ich die füllen? Warum soll ich das machen? Ich sammle so lange ein bisschen Gras. Ich weiß nicht, ob man handeln kann? Ich glaube ja. Ich glaube, man kann es irgendwie rübergeben, aber wie? Also auf den Boden schmeißen wahrscheinlich. Das kann gut sein, ja. Ich sammle so lange Gras erstmal und Beeren. Wie viel Holz brauche ich jetzt eigentlich? Na, so viel, bis wir uns irgendwas Schönes basteln können. Ich habe noch ein paar Blümchen, dann mache ich dir einen hübschen Hut. Okay. Ich glaube, wenn man zu viele Beeren isst, bekommt man auch Durchfall. Ich bin mir aber nicht sicher. Was? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich habe nicht mal Beeren, du frisst mir ja alles weg. Ich fress ja nichts, ich sammle die auf. Ich kann dir welche geben, wenn du magst. Ja, ich bin schon fast am Verhungern. Guck mich mal an, ich brauche viel, ne? Großer Mann braucht viel Hunger. Und dann hier. Bitteschön. Ah. Ein paar. Was kann man denn noch so essen? Ich habe noch Karotten. Ich esse mal eine Karotte. So. Die bringt ja auch ganz gut. Rabbit Hole. Genau, pass mal auf. Zeige ich dir. Geht auch hier. Nicht nehmen. Lass einfach mal liegen. Okay. Jetzt langsam bewegen. Pass mal auf, da kommt ein Vieh. LOL. Ah, er hat es gesehen. Schnell. Drauf. Wir kriegen das Vieh! Ah, shit. Wir müssen es einkesseln am besten. Ah, shit, das ist zu schnell. Nee, wir brauchen auf jeden Fall eine Falle. Alter Verwalter. Ich bastle uns mal eine. Aber so an sich hat das schon so einen gewissen Realismus. Also das, Das ist schon nicht schlecht. Respekt. Warte mal, darf sich nicht bewegen? Bleib einfach mal. Ein Truthahn. Was ist das denn? Okay, nee, das ist nicht zu kacke. Dann bastel ich das mal. Vielleicht bei Science irgendwas noch basteln. Science Machine, genau. Mit einer Science Machine kann man dann, erweitern. Okay. Ich kann mir auch einen Grasanzug basteln. Ich mach mir mal einen. Tada! Guck mal, wie schön ich jetzt aussehe. Ich hab einen Grasanzug. Wie hast du denn jetzt gemacht? Unten bei Feig. Ach ja. Ja, ne, weil du das ganze Gras hast. Das genau. Ist klar. Ich bastel aus meiner Falle. Mhm. Dann setze ich die mal hier ans Rabbit Hole. Kann man direkt nämlich draufsetzen. So, und dann, wenn die da ein bisschen näher ran. So. Alter Verwalter. Egal, wird schon klappen. Wenn irgendwann mal nachts die Viecher in ihre Löcher zurückkehren, haben wir am nächsten Morgen dann schön Fleisch. Lecker. Solange müssen wir gucken, dass wir irgendwie möglichst lange überleben. Die Nacht bricht herein. Es ist schon mindestens die Hälfte der Zeit um. Ja. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, dass wir mal uns umschauen, dass wir vielleicht mal mehr weiter Richtung rechts kommen. Auf M hast du übrigens auch eine Map. Du kannst rauszoomen und siehst dann, wie groß das Areal ist. Zoom mal ganz raus, dann weißt du, wie groß das Areal ist. Mhm. Aber es gibt Portale. Okay. Das ist, ich bin, es ist ungewohnt, muss ich ganz ehrlich sagen. Jungs, sonst bin ich immer derjenige. Ja, genau. Okay, Tools, ich mach mal uns eine Pickaxe.
Ja gut, du hast Flintstone und ich bin hier völlig noch neu. Ich bin ein bisschen. Ich bin aber glaube ich auch nicht die Stärkste. Ah, Gold. Nitrat, Gestein und Flint. So, jetzt mache ich auch mal so eine Pickaxe. Genau. Hast du noch Platz irgendwie, dass du das Nitrat aufnehmen kannst? Oder aber ja. Guck mal, du nimmst die Logs. Hier. Mhm. Weil du hast die ja sowieso. Und ich nehme dann dafür die anderen Sachen am besten oder so. Ja. Wenn möglich. Ich habe auch noch einen Pilz. Erstmal ein. Guck mal an, wie schnell es bei mir geht hier. Ja, ja, ich bin halt klein, du bist halt der Strongman, weißt du? Ja, ich hab die Muckis. Genau. Flint. Wenn wir Glück haben. Oh, was ist das denn? Das ist das Wurmloch, wovon ich gesprochen habe. Da können wir mal reinhüpfen. Hui! Ich weiß nicht, Bleib du mal da, oder bist du schon drinne? Ich bin schon drin. Okay, dann gucken wir auf... Ach so, so weit sind wir ja gar nicht geflogen. Wenn du auf die Karte guckst, siehst du das oben. Ach, naja, dennoch. Das ist schon ein Stück. Lass mal zurückgehen. Ach, guck mal, oh, hier ist ein... Da ist ein gutes Lager eigentlich. Weil da waren richtig gute viele Goldfelsen. I have to burn these clothes. Guck, wie langsam ich bin. Ich sehe irgendwie krank aus. Ja, ich glaube dein Gehirn. Guck mal auf deine Hirnleistung. Ja, die ist nicht, die ist 140. Ja gut, weil man auch da Hunger irgendwie. Ich bin ja fast am Verhungern. So, ich bastel uns da mal was Schönes. Nein, ich brauch Wooden Logs. Kannst du mir mal ein paar geben? Oh Gott, sehr viele. Dankeschön. Ich bastel uns was zu essen, weil ich sehe ziemlich krank aus. Warum nicht eigentlich direkt ans Wurmloch? Ist doch gar nicht mal so schlecht. Ja. Dupp-di-dupp-di-dupp. Tada! Science Machine. Was macht das denn? Hast du links jetzt nicht auch erweitert? Ach doch! Siehst du, guck mal, jetzt können wir richtig viele Sachen basteln. Schaufel? Wir haben sogar Magic. Witchlock, Razor? Ach du heilige Macaroni! Ja. Es wird ja schon wieder dunkel. Kannst du das Campfire machen? Das war knapp. So, ich brauche was zu essen, ich hab Hunger. Okay, Moment, warte mal, du kriegst von mir eine Karotte. Und ein... Ach, muss aber auch was essen. Ich hab plus 96, das ist... Ich verhungere fast. Das ist mal ein Boring, Hätte mal ein bisschen was. Ja? So. Geht das auch? Du kannst den Lok einfach aufs Feuer ziehen, dann schmeißt du neues Holz ins Feuer. Ah. Du kannst da alles mögliche reinhauen. Verstehe. Sogar, pass mal auf, ich könnte sogar mal... Ach nee, die brennen nur. Ich dachte, ich könnte so ein paar Rüstkastanien oder so machen. Zieht's? Vielleicht kann man... Guck mal. Lecker. Gekochte Samen. Was? Welche Samen? Hier. Ein bisschen getoastete... Ich habe nämlich Samen vorhin noch gefunden. In der Nähe der Bäume. Ich bin trotzdem bei 90. Ja. Ich fress zu viel. Ja. Okay, wir müssen näher an die Maschine. Man kann sich auch Farmen anbauen, eine Basic Farm zum Beispiel, aber es ist alles nur in der Nähe der Maschine möglich. Ach so. Ah. Also das Bauen, ja, du kannst es ins Inventar packen und dann woanders weitermachen. Aber ich würde dann gleich um die Maschine natürlich das Lager bauen, weil hier ist eigentlich noch relativ sicher. Ach, da oben ja, sieht's, ich hol uns mal ein paar. Das Schöne bei mir ist halt, ich kann glaube ich durchs Dunkle gehen. Fine. Cutstone, Wards, Rope. Ach du heilige Magoni. Okay. Super. Und Tag 2. Also langsam brauche ich mal. Wie gesagt, man blickt anfangs nicht durch, aber wenn man ein paar Tage gespielt hat oder so, dann ist es eigentlich relativ umfangreich, das ganze Spiel. Und zu zweit ist es auf jeden Fall wesentlich geiler. Das ist definitiv. Also ich bin begeistert, auch wenn ich langsam verhungere und immer dünner werde. Moment, wir können ja mal gucken, es war ja die Nacht. Die haben doch irgendwo, auf M steht das glaube ich sogar. Du kannst ja auf einem reinzoomen und dann kannst du gucken, warum noch, Ach so, da. Wo haben wir denn die Falle? Da links ist die Falle zum Beispiel. Können wir mal zur Falle gehen? Da. Und gucken, ob wir da was Leckeres für dich finden. Ein Kaninchen, was du naschen kannst. Ja, ich brauche das. Ist ich kann mich auch von Blumen ernähren. Ah ne, es hilft nur beim Herz. Ich sammle noch ein paar Samen auf. Super, und ich fahr wieder denjenigen da hier. Ach. Du bist auch voll dünn geworden. Ja, aber, ne? So. Ach, Blumen kann ich auch essen. Gut. So, wo ist die? Da ist die. Ach, guck mal, die Falle, siehst du? Tada! Wir haben... Ein Kaninchen. Und die Falle kann ich nochmal aufstellen. Die hat sogar noch Restwirkung. Krass. Jetzt einfach direkt da nochmal rauflegen. Vielleicht haben wir Glück, und dass noch ein Kaninchen da reinkommt. Hunger. Ja. Wie viel Hunger hast du denn eigentlich insgesamt? Es geht bei 67. Okay, ich habe noch 91 und 70 Gehirn. Mit Gehirn habe ich wieder 152. Okay. Es stand auch drin, dass da nachts halt ein bisschen ängstlich ist. Ah, okay, dann ist natürlich klar. Gut, das Feuer. Und das passt zu mir.
Das Feuer mache ich mal ein bisschen größer.